Kältecheck, Schmuckcheck oder auch Gefängnischeck. Normalerweise stellt sich Tobi oder auch du dir, Julian, zu Beginn jeder Sendung und den Zuschauern diese spannenden Checker-Fragen, die ihr dann in der Sendung beantwortet. Das ist übrigens Checker Julian, ebenfalls Moderator in der Checker-Welt und heute einer unserer Lockvögel. Genau, aber heute gibt es für Tobi keine Antworten auf diese Fragen, sondern es gibt nur Fragen. Heute wird Tobi vom Checker zum Nullchecker. Kriegen wir hin. Mit einem richtigen Katastrophentag und Albtraum für Tobi. Unter anderem sorgt dafür unsere Schülerpraktikantin Tina. Ja, ich werde ihm das Leben schwer machen. Prank up! Und hier kommt auch schon unser Freund Checker Tobi, der gerade in seinen nicht so typischen Arbeitstag startet. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der immer fragt, wer die Action mag. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Das ist Ina, die wir heute für Tobi extra Tina nennen. Es ist ihr größter Traum, einmal Lockvogel bei Verstehen Sie Spaß Kids zu sein. Gemeinsam mit Dein großer Tag erfüllen wir ihr heute diesen Wunsch und lassen sie Checker Tobis nervige Praktikantin spielen. Dabei strapaziert sie ganz schön seine Nerven. Tobi kümmert sich heute um die Vertonung seines gerade fertig gedrehten Zahnchecks. Das heißt, Tobi muss noch Texte vorlesen, die anschließend auf die Bilder gelegt werden. Tobi ärgert sich regelmäßig über einen klitzekleinen Aussprachefehler mit den Sch-Lauten, die aber sonst niemand so wirklich wahrnimmt. Also, alle bereit? Dann kommt hier der Zahncheck. Also wir hören nichts, aber er nimmt es wahr und arbeitet sogar dran. Ich freue mich schon total, hier zu sein. Hallo! Hallo! Wer bist denn du? Wow, ich bin Tina. Hallo Tina. Herzlich willkommen. Du bist heute den ganzen Tag da, wa? Ja. Spitzenmäßig. Ich freue mich super, hier zu sein. Ich bin nur aufgeregt. Du musst gar nicht aufgeregt sein. Wir vertonen gerade den Zahncheck, wie du da sehen kannst. Ja. Und wenn du magst, kannst du dich auf das Sofa da setzen und es dir gemütlich machen und zugucken. Tina ist übrigens die Patentochter von Tobis Chef. Also behaupten wir zumindest. Da sollte er natürlich besonders freundlich sein. Und sie fühlt Tobi sofort, na klar, auf den Zahn. So macht er das mit dem Stift? Das macht man, also ich mache das, um danach noch deutlicher zu artikulieren. Und ich habe auch einen leichten Sprachfehler, den ich jetzt demnächst mal angehen muss, wenn meine Zähne fertig korrigiert sind. Sonst habe ich immer noch einen Korken. Man macht es oft mit einem Korken. Siehst du, wie ich jetzt schon Korken sage und nicht mehr Korken? Mir ist das auch schon mal aufgefallen. Eben als du gecheckt gesagt hast, hat sich das so mäßig angehört. Cool, Tina, danke. Nein, ja, aber genau richtig. Das ist genau der Ding. Der größte Teil des Zahns besteht aus sogenanntem Dentin. Ganz innen befinden sich noch Blutgefäße und der Zahnnerv. Ich fand's noch nicht so richtig perfekt. Nee, was würdest du noch anders machen? Also ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Aussprache achten, weil ich habe es gerade schon ziemlich krass noch rausgehört. Ja? Also ich weiß nicht, ob beim Ton irgendwas nicht stimmt oder ob es an Marianne, stimmt was am Ton? Also ich finde, das war sehr gut gesprochen. Was? Bei Zahnschmelz. Hast du Zahnschmelz oder so? Ja. Ich muss auch sagen, also jetzt, wo ich das so höre, ich krieg's nicht besser hin. Ich kann Zahnschmelz. Ich habe hier auch eben mir noch so ein, kennt ihr das, Zungenbrecher? Das habe ich mir rausgesucht, habe ich mir extra aufgeschrieben. Und zwar heißt der 7 Schneeschaufler schaufeln 7 Schaufeln Schnee. 7 Schneeschaufler schaufeln 7 Schaufeln Schnee. Vielen Dank. Bitteschön. Mit ein bisschen Feuchtigkeit werden die Holzfasern zu weichen Bürsten. So komisch hat es wieder bei Bürsten geklungen, fand ich. Bei Biss? Bürsten. Bürsten. Also ich spreche heute nicht schlechter oder besser als bei den 150 Sendungen, die ich davor vertont habe. Das ist auch noch ein Punkt, die Marion wird ja danach noch den Ton anpassen. Oha, jetzt muss sich Tobi schon für seine Praktikantin Ausreden einfallen lassen. Ich gehe mir was anderes anschauen. Was anderes angucken, heißt in der VSS Kids-Welt so viel wie für noch mehr Chaos sorgen. Während Tobi weiter Texte einspricht, räumen Tina und unser Team ganz schnell fleißig seinen Schreibtisch auf. Klingt im ersten Moment nett, ist aber eigentlich ganz schön böse. Aber. Aber. Und da kommt auch gleich die nächste Überraschung. Tina hat nicht nur verbotenerweise Tobis Schreibtisch aufgeräumt, sondern auch seine neuen Autogrammkarten extra für ihn unterzeichnet. Rechtschreibfehler und blöde Witze inklusive. Wow, also, wer war das? Was? Das? Was steht da drauf? Ich weiß auch nicht. Hast du nicht gemacht? Nee, aber das ist ja... Das ist auch auf einmal so ordentlich bei dir. Ja, wer war denn das hier? Aber es sieht doch eigentlich gut aus. Also das ist ja auch sehr praktisch. Ich meine, so ein paar kannst du ja so lassen. Hallo! Warst du das? Ja. Hi, bist du Tina, ich oder was? Ich hab gedacht, ich mach dir eine kleine Freude. Das ist eine ganz liebe Freude. Das war gelogen. Bitte! Du weißt ja gar nicht, wohin mit mir. Toll, ja, die werde ich in Ehren halten. Und warst du das auch? Ja.
Aber also, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was ich hier abarbeiten muss. Aber du freust dich schon, oder, dass ich jetzt deinen Schreibtisch aufgeräumt habe? Ja, ich freue mich total. Ich bin ein bisschen überfordert von so viel übergriffigen Verhalten, aber danke trotzdem. Ist das okay? Mhm. Aber das, also dass du... So ich gehe dann helfen, mal. Also ich dachte jetzt schon richtig schlechtes Gewissen jetzt. Warum? Wegen Tina. Ja, was hast du denn gemacht? Ich habe meinen Schreibtisch aufgeräumt. Sehr lieb und so. Und sie hat auch 50 Autogrammkarten, die wir jetzt wegwerfen können. Das ist auch lieb. Aber ich habe ihr halt, ich habe nicht ausgiebig genug meine Freude gezeigt. Sie hat gesagt, freust du dich überhaupt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich freue mich, aber es ist ein bisschen übergriffig. Das habe ich gesagt. Und dann? Dann war sie traurig. Ich habe für euch Nudeln gekocht. Nicht dein Ernst? Ja. Oh, also, das ist für Tobi. Also, Tina, ich weiß gar nicht, warum. Vielen Dank. Bitteschön. Danke. Und das ist für dich. Danke. Cool, vielen Dank. Und hier. Jetzt hol ich noch die anderen Portionen. Einen Moment. Mm-mm. Was du nämlich nicht weißt, die liebe Tina hat dein Lieblingsessen, Spaghetti mit Pesto, nämlich total versalzen. Alle bekommen leckeres, frisches Pesto, aber du darfst eine Menge Knoblauch mit 18 bis 25 Prisen Salz essen. Da läuft einem doch das Wasser im Munde zusammen. Nicht. Hier für dich. Danke. Bitte. Das ist mega lieb, danke. Vielen Dank, Tina. Ich gehe noch ein bisschen gucken. Vielleicht kann ich doch hier und da ein bisschen was aufräumen. Also essen wir es jetzt einfach? Ja, ich weiß nicht, oder? Aber alle gleichzeitig. Wir alle zusammen. Guten Appetit. Mhm. Salzig. Boah. Das geht, ey. Das ist heiß. Salzig. Aber sonst? Das ganz normale. Ach, ja. Kannst du mal bei mir probieren? Nein, salziger ist als dein. Wirklich jetzt. Corona und so weiter? Sorry. Das kann man nicht essen. Ist schon salzig. Das kann man nicht essen. Ist das so schlimm? Tapfer durch die Salz- und Knoblauchspaghetti gekämpft. Respekt. Dann scheint morgen wohl auch die Sonne. Und das ist dann Daumen ist dann der Action-Farbe. Hallo. Hallo, mein Freund. Na? Das ist Johannes, ein guter Freund von Tobi und darüber hinaus noch der Regisseur seines ersten Kinofilms. Blöderweise verlässt Tobi gerade den Raum, sodass wir das Gespräch nicht direkt mitverfolgen können. Aber wir wissen natürlich trotzdem, was Johannes Tobi erzählt. Tobi und Johannes planen gerade den zweiten Kinofilm. Hierfür möchte das gesamte Team nach Vietnam fliegen. Das ist sehr weit weg. My name is Tobias Krell. I am the host of the... Damit Tobi aber trotz Corona einreisen darf, hat er vor ein paar Tagen extra für das vietnamesische Konsulat ein Video auf Englisch aufgenommen. Tobi erzählt hier gerade, dass er Vietnam sehr mag und allen Zuschauerkindern zeigen möchte, wie schön es dort ist. Und jetzt kommt der Johannes noch mit der Botschaft um die Ecke, dass das Konsulat in Vietnam dieses Video aber gerne noch zusätzlich auf Vietnamesisch hätte. Da gibt's nur ein klitzekleines Problemchen. Tobi spricht überhaupt kein Vietnamesisch. Nächste Station, das Checks-Studio, wo Tobi sein vietnamesisches Video aufnehmen muss. Tina ist natürlich auch am Start, auf unseren Kameras aber leider nicht zu sehen. So, liebe Kinder, jetzt alle zusammen! Hallo, Ten Toi La Tobias Krell. Tu Kak Lan Gui Julit. Toi Rat Vui Chi Ko Yu Ding. Klingt auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, wir probieren es einfach. Kannst du es auswendig? Nein, 0,0. Wenn du nur die ganze Zeit auf den Zettel guckst, dann sieht das so, weißt du? Abgelesen aus? Ja. Ich glaube, es wird abgelesen so aussehen müssen. Unprofessionell. Ja, so ist es. Dann lass es uns aber trotzdem nochmal machen, weil in der dritten Zeile hattest du dich, glaube ich, verhaspelt. Die Gemeinheiten kommen nicht nur von der Praktikantin Tina, sondern auch von seiner Kollegin Amelie. Sie zeigt sich unzufrieden und lässt ihn immer wieder neu einsprechen. Toi Lan Gui Noi Tiang Noi Tiang Diu Chin 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 Toi Ngirang da Hong Nam Nam Ton Girang da Hong Nam Tui Dip Kua Kak Ban Voi Tu Kak. Du sagst immer Kak, muss das so sein? Ja. Chua Chang Nai Lu. Nee, Lai. Tja, Julian, was war los mit dem Video? Ja, das Video an sich ist ja ganz fein, aber das, was Tobi da sagt, das ist natürlich die spannende Sache, denn im Grunde genommen versucht er jedenfalls dasselbe zu sagen wie in dem englischen Video. Da Vietnamesisch aber eine super schwierige Sprache ist, vor allem bei der Aussprache,
können wir natürlich alles behaupten, was er da gesagt hat. Vielleicht war es gar nicht was Nettes, sondern eventuell hat er sogar das komplette vietnamesische Volk beleidigt. Nach der Aufnahme des Videos kehrt Tobi ziemlich genervt an seinen Arbeitsplatz zurück. Und es vergeht eine Weile, in der er ganz normal arbeitet. Aber was will denn jetzt der Johannes schon wieder? Jetzt ist ein bisschen stressig gerade, weil ich jetzt hier selber im Zoo bin, aber es gibt eine kurze Videokonferenz mit dem Konsulat. Das vietnamesische Konsulat in Frankfurt möchte mit Tobi nun in ein Videotelefonat. Und es gibt zwei Dinge, die Tobi noch nicht checkt. Erstens, das Konsulat ist sehr wütend über die Großbotschaft. Und zweitens, dass sie nicht 400 Kilometer entfernt in Frankfurt sitzen, sondern unsere Lockvögel sind und nur ein paar Räume weiter vor einem Laptop sitzen. So, jetzt. Mann, ich bin hier unterwegs und habe hier leider einen ganz furchtbaren Empfang, aber jetzt sind wir ja da und können uns... Und da an so einem Katastrophentag natürlich alles schief geht, tut der Johannes jetzt so, als würde seine Verbindung abbrechen. Jetzt ist Tobi vollkommen alleine. Herr Krall, ich kann uns vielleicht mal kurz vorstellen. Das ist Frau Swan, das ist die Leiterin der Behörde. Und ich bin Frau La, die Übersetzerin. Das heißt, alles, was Sie mir sagen, wird ins Vietnamesische übersetzt. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, wir sagen danke, dass es so kurzfristig klappt. Đây chỉ có muốn ăn mỗi trái cây thôi. Keine Sorge, die Frau Swan ist natürlich nicht wirklich sauer. Sie erzählt etwas von Äpfeln, Bananen und anderem Obst. Hat nichts mit dem Thema zu tun, weiß Tobi aber nicht. Frau Swan sagt, dass sie ihre Grußbotschaft etwas irritierend findet, fast schon beleidigend. Und zwar nicht nur für sie selbst, sondern für das gesamte vietnamesische Volk. Okay, wow. Frau Swan fragt, was hat das mit Kinderfernsehen zu tun, wenn Sie solche Wörter in den Mund nehmen? Ich weiß wirklich nicht, von welchen Wörtern sie spricht. Also Sie müssen ja wissen, dass Vietnamesisch viele Intonationen hat. Ja. Und wenn man ein Wort falsch ausspricht, dann kann es wirklich zu Missverständnissen führen. Aber auf jeden Fall kamen in dem Text Affen vor, Hunde. Sie haben die Vietnamesen als Enten bezeichnet. Das ist nicht Ihr Ernst. Also das... Ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Das, nichts davon habe ich in meinem Ursprungstext gesagt. Und hier geht's einfach nur darum, dass Frau Swan jetzt gleich aufstehen und den Raum verlassen wird. Ich regel das kurz. Ich hole kurz den Chef dazu. Und dann reden wir mit dem nochmal weiter. Aber noch bevor der Chef unseres kleinen Konsulats in der Videokonferenz auftauchen kann, wird Checker Tobi seinem Namen gerecht und checkt, dass die beiden keineswegs in Frankfurt, sondern immer noch im nicht ganz so stillen Kämmerlein um die Ecke sitzen. Die Erleichterung steht unserem Tobi ins Gesicht geschrieben. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß Kids! Dann haben ja quasi Fidelis damit, also stecken ja alle mit drin. Ja. Und du hast meine Nudeln heute Mittag wirklich verteilt. Deshalb habe ich auch so Durst. Wenn ihr ein weiteres lustiges Video sehen wollt, dann schaut mal hier vorbei. Hier findet ihr den Checker-Weltkanal. Kanal gerne abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss, habt Mitleid.